EA Sports. It's in the game. Da ist es. Da ist es. Die 16. Die goldene 16 blinkt auf. FIFA 16 ist endlich da. Vor einem Tag. Gestern Nacht um 0 Uhr wurde es freigeschaltet. Ich habe es gestern Mittag zum ersten Mal gespielt. Es ist richtig schwer, aber es ist richtig gut. Wir drücken auf Start und gehen direkt rein. Wir werden natürlich eine Karriere mit dem FC Bayern machen. Über ein, zwei Saisons, also über zwei Saisons mindestens. Wie oft ein Video kommt, das seht ihr dann. Mal gucken, es kommt immer darauf an, wie ich Lust habe aufzunehmen. Jetzt momentan habe ich Lust und deswegen wird jetzt auch ein bisschen was kommen. So, wir werden auch definitiv mal ein Turnier mit den Frauen machen. Aber das kommt erst später. So, falls ihr euch fragt, warum ich hier schon fleißig im Karrieremodus bin, das liegt daran, weil ich dieses Freundschaftsspielturnier schon gemacht habe. Und ich finde, dass das, das klingt jetzt voll doof, nicht sehenswert ist. Aber so ist es halt, finde ich. Und da haben wir gespielt gegen Atletico Madrid. Das war ein souveränes 3:0 gegen den PSV Eindhoven. Ein knappes 2:1. Gegen die Boca Juniors ein starkes 4:0. Gegen Barcelona ein überragendes 3:1. Und im Finale gegen die Tigre ein 2:1. Und damit haben wir den Pokal auch gewonnen. Und zusätzliches Transferbudget bekommen, was wir nicht brauchen werden, zumindest in dieser Saison. Ich möchte in der ersten Bayern-Saison niemals jemanden einkaufen. Zumindest bei den ersten Saisons so, also bei meiner privaten Saison, die ich jetzt gespielt habe, habe ich auch noch keinen gekauft und das möchte ich jetzt hier auch nicht. Aber wenn ich dann zum Beispiel nochmal eine Saison starten würde, dann würde ich mir vielleicht direkt jemanden kaufen. Das wird dann wahrscheinlich so sein. So, ich habe hier die Mannschaftsaufstellung schon präpariert. Und dann fangen wir an. Wir sehen hier Manuel Neuer, der beste Torwart der Welt im Tor. 19er Bewertung, auch der beste Torwart im Spiel. Wenn es keine Legende gibt, die besser ist, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube nicht. Rechtsverteidiger ist Philipp Lahm. Routinier, Kapitän. Wird seine Leistung definitiv bringen. Innenverteidigung Boateng, Benatia. Linksverteidiger, was mich gewundert hat, dass David Alaba so stark geupgradet wurde. Hat er natürlich verdient, aber finde ich richtig gut. 85er, sehr geil. Dann haben wir das defensive Mittelfeld auf den Sechsern. Arturo Vidal, den Kämpfer. Neben Xabi Alonso, dem Routinier und dem Passgeber. Rechtes Mittelfeld, Arjen Robben, natürlich der beste Spieler vielleicht von Bayern. Starker linker Fuß, starker Antritt, starkes 1 gegen 1. Einfach perfekt. Und links haben wir die Neuverpflichtung Douglas Costa. Nein, es spielt nicht Ribéry. Ich will Douglas Costa, weil ich den einfach feiere, den Typen. Auch wenn ich ihn in FIFA ein bisschen langsam finde für das, was er echt drauf hat. Vielleicht wird das ja noch geändert. Ja, den lassen wir links spielen. Der kann gut Flanken geben und er kann gut schießen. So, und in der Mitte haben wir natürlich Thomas Müller. Da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Es ist Müller. Der ist aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken. Und im Sturm den vollsten Stürmer Deutschlands vielleicht momentan, also der Bundesliga. Robert Lewandowski auf der Ersatzbank noch. Götze, Ribéry, Thiago, Kimmich, Ulreich, Bernhard und Martinez. Die werden dann in der B11 spielen. Die können wir uns hier auch mal angucken. Das ist die B11. Die wird dann in Spielen wie zum Beispiel... Na? Wolfsburg zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Und dann nochmal im Pokal gegen Bielefeld bis wir im Pokal ran. Oh je. Yeah. Oh je, gegen Bielefeld im Pokal, das kann ja was werden. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ins allererste Ligaspiel gehen. Mit dieser Aufstellung gegen den HSV. Wir spielen, das zeige ich kurz nochmal, auf Weltklasse, wie immer. Nein, ich will nicht im Schauer spielen. Ich würde gerne bei Heiterem. Diesig, was denn? Ich spiele mal auf Heiter. Nicht gewohnt. So, was ich noch hoffe, ist, dass die Musik mir keinen Strich durch die Rechnung macht, die da gerade im Hintergrund läuft. Wenn nicht, mache ich sie beim nächsten Mal aus. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. So, und ich würde sagen, wir gehen ins Spiel rein. Auf geht's. Mit einer Ladezone, wo wir ein Skillgame spielen können. Das können wir machen. So, rennen. 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 Oh,
Ja, leck, das war doch ein Foul. Egal, wir gehen ins Spiel rein. Erster Spieltag. Bayern gegen Hamburg. Vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena. Und vor der ganzen Welt. 290 Länder haben das erste Spiel übertragen. Wenn nicht gar mehr. Wir schauen uns den Einlauf beider Mannschaften an. Beide Mannschaften in den neuen Trikots. Der HSV mit seinen zwei blauen Strichen auf dem weißen Grund. Bayern komplett in Rot. Zu guter Zeit. Hier sehen wir Albin Ekdal, Neuverpflichtung. Mittelfeldspieler, ein Schwede. Für eine recht hohe Summe sogar kommen. Und hier sehen wir jetzt die Mannschaftsausstellung von Bayern. Die haben wir eben schon gesehen. Wir spielen in einem 4-2-3-1. Auch wenn es hier als 4-5-1 angegeben wird, aber es ist ein 4-2-3-1. Und dann schauen wir auf den HSV. Da haben wir den Brückelknappen, Remius, Balch, Verheyen. Was spielt der HSV in einem 4-2-1-2-1? Ne, 4-2-1-2-1, doch. Oder 4-1-2-3. Kann auch sein. So, dann bin ich ja mal gespannt. Denn die Steuerung in FIFA 16 ist deutlich schwerer als zu den Vorgängern. Weil man jetzt mit diesen Vollspannpässen noch arbeiten muss, habe ich gemerkt. Ja, Ivica Olic, Ex-Bayern-Spieler, Publikumsliebling in Bayern und in Hamburg. Er muss heute hoffentlich leiden. Und ich würde sagen, Schiedsrichter guckt nochmal, sind alle bereit. Müller schaut auch nochmal. Und los geht's. Und was ihr vielleicht jetzt seht, wenn ihr so in HD guckt, ja, wir spielen auf 60 Frames. Auf 60 Frames pro Sekunde. Das habe ich mir jetzt angeeignet, denn ich fand, das ist eine geile Erneuerung. Wir sind weg bei Douglas Costa auf der Außenbahn, geht an Giroud vorbei. Douglas Costa macht das erste Tor! Adler! Und, oh, erste Chance durch Douglas Costa. So, falls ihr den Controller hört, das tut mir leid, aber ich bin es gewohnt, ihn so zu tragen. Arjen Robben jetzt. Robben außer Distanz, Adler. Ja, zwei Schüsse in den ersten 6 Minuten, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Spahic zu Ostschalek. Ivo Ličević, Ex-Lauterer, hat damals mit Lautern gegen die Bayern ein wunderschönes Tor geschossen. Gegen Hans-Jörg Butt damals war das. Da hat Bayern 2-0 verloren in Lautern, das weiß ich noch gut. Das war auch, da war auch eine Szene, in der Klose Müller das Tor gestohlen hat. Wenn das getroffen hätte, jetzt haben wir erstmal die erste Chance. Robben mit der Flanke, da kommt Costa. Eckball. Und hier sehen wir nochmal die Torlinientechnik. War es ein Tor? Es war natürlich kein Tor, deutlich zu sehen. Aber schönes, schönes Gimmick, weil es gibt ja auch jetzt in der Bundesliga die Torlinientechnik. So, der allererste Eckball der Saison von Xabi Alonso. Kommt herein, da kommt der Kopfball, das ist das Tor durch Thomas Müller. Thomas Müller macht das 1-0 in der 14. Minute. Wer sonst außer Müller? Wer sonst? Perfekte Ecke von Xabi Alonso. Einen kurzen Pfosten. Müller läuft sich gut frei. Zack. Und in den Winkel. Es steht sogar einer auf der Linie. Setzt er sich super durch. Adler fliegt. Und auf der Linie ist, glaube ich, Holtby, der nicht mehr drankommt. Müller sagt, ganz ruhig, das war jetzt sein erstes. Aber Thomas Müller mit dem ersten Saisontor für die Bayern. Das kann ja nur besser werden, das kann ja nur besser werden. Ekdal, der neue Spieler aus Scholek zu Ilicevic. Jetzt geht's hinten rum. Das Schwierige bei FIFA 16 ist, finde ich, wenn der Gegner den Ball hat, ist es richtig schwer, ihm den Ball wieder abzunehmen. Wenn man selber den Ball hat, ist es dann auch relativ schwer, den Ball zu passen. Und dieses Geräusch, was ihr da hört, dieses, ist, wenn ich Spieler wechsle. So, jetzt haben wir den Ball gewonnen durch David Alaba. Und jetzt Arturo Vidal, der ist nicht besonders schnell. Aber der hat einen guten Pass gemacht. Müller. Lewandowski, jetzt war der Ball versprungen. Schade. Oh, das hat Lahm gut antizipiert. Costa.
Und jetzt gibt's Freistoß. Hier kommt Kurz. Alonso. Zieht unten Arjen Robben frei. Er wird im Trick. Ja, schade. Mann, jetzt Druck. HSV mit dem Seitenwechsel rüber zum Rechtsverteidiger Tietmeier. Zoltan Stieber. Ah, hat er den? Er hat ihn. Wunderbar. Philipp Lahm. Robben. Wunderbar gemacht. Das ist Lewandowski. Lewandowski geht vorbei. Oh, das haben sie super gemacht. Das war nämlich Ball gespielt. Was ich jetzt auch richtig cool finde in FIFA 16 ist, ich weiß nicht, ob es das schon vorher gab, aber auf jeden Fall, wenn man getackelt oder getackelt wird, vibriert der Controller, so wie jetzt gerade. Und das ist ein Foul. Nein, es ist kein Foul. Lewandowski. Mit der Flanke, da ist aber keiner. Wundert mich gerade, warum Lewandowski nicht zum Ball gegangen ist. So. Wieder der Seitenwechsel des HSV. Ostscholek, Ilicevic. Und wieder der Seitenwechsel. Aber Alaba hat das geahnt. Jetzt Costa. Costa! Wer sucht hier den Rainbow? Aber es klappt nicht, Alaba. Kann jetzt die Flanke bringen, tut das auch. Da ist Lewandowski! Gegen zwei sich durchzusetzen ist schwer, aber es gibt nochmal einen Wurf. Ecke, Ecke. Und die erste Ecke brachte Glück. Vielleicht ja auch die zweite. Costa. Bringt Ecke rein. Müller! Das Fallrückzieher. Das wäre ein Ding gewesen. Ah ne, war ein Seitfallzieher, sorry. Aber was für eine actionreiche Aktion von Thomas Müller. Vidal verliert das Kopfballduell. Stieber kommt an Alaba vorbei fürs Erste. Und dann hat Alaba die Situation geahnt. Alaba. Bringt jetzt die Flanke und da ist Müller und der bringt den Ball nach in die Ecke. Nochmal Ecke. Costa bringt die Ecke, die kommt gut. Na, kriegen wir den noch? Dürfen wir noch eine Aktion machen? Wir dürfen noch eine Aktion machen. Alonso. Mit der Flanke, da ist keiner. Das war die erste Halbzeit. 1:0. Führung. Den Kopfball von Thomas Müller. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Weil ein 1:0 ist immer dünn. Da kann immer was passieren. Und das war super von Holtby. Für uns zumindest. Vidal. Oh, das hat er super ge... Ah. Oh, ich dachte, er macht jetzt noch einen Fehler. Aber nein. Super. Müller. Robben. Müller! 2:0! Komm her, Robben. Das war super gemacht. Oh, war das herrlich gespielt. War das herrlich gespielt. Müller. Robben. Der in die Gasse perfekt. Müller nimmt den direkt in die linke Ecke. Per Dropkick. Adler streckt sich. Kommt nicht ran. Müller mit dem Doppelpack. Herrlich. Mal schauen, wie der HSV darauf jetzt reagieren wird. Mit dem neuen Mann Ekdal. Milicevic. Holtby. Wieso spielt Lasogga nicht, ist die große Frage. Benatia, Neuer. Jetzt ein bisschen riskant hier. Aber dann auch noch zum Guten geklärt. Alonso. Keiner vorne. Alonso geht vorbei. Oh. Auf Umwegen kommt der Ball zu Costa. Oh. Ist vorbei. Bringt die Flanke. Da ist wieder Müller. Kommt aber nicht ran. Ah, kriegt den Lahm. Er kriegt ihn nicht. Okay, jetzt Boateng 1 gegen 1. Jetzt Lahm. Und da hat er ihn wieder. Alaba. Costa. Costa. Mit Müller. Wieder Costa.
In die Mittelecke. Wieder Ecke. Diesmal wieder von der Xabi Alonso-Seite. Oh, die kommt ein bisschen weit in die Mitte. Oh, Teng. Oh, zu feste. So, Adler mit dem Abstoß. Boateng gewinnt das Duell. Müller. Costa. 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 Lewandowski. Oh, der nächste spektakuläre artistische Einlage hier. Alter Schwede. Fallrückzieher von Lewandowski. Oh, wenn der drin gewesen wäre. Oh. Schade, schade. Wieder Kopfballduell gewonnen. Aber jetzt der HSV sehr aggressiv. Oh, das war ein schlechter Pass von Müller. Oh, der HSV jetzt sehr riskant. Die dürfen wir wieder haben. Jawohl. Costa. Hat sich da hoffentlich jetzt nicht verletzt. Liegt da nämlich noch am Boden. Robin. Lewandowski, der Ball kommt weiter. Lahm kann die Flanke bringen, tut das auch! Ohne Abnehmer. So. Oh Gott, der Einwurf. Alonso mit dem Schuss und Robin! Oh, mit rechts ist das leider nichts. Wieder das Kopfballduell. Nein, diesmal verlieren wir es. Wir gewinnen vielleicht einen Zweikampf. Nein, auch nicht. Immer unter Druck setzen. Irgendwann machen sie einen Fehler. Irgendwann machen sie einen Fehler! Und da, nein, das ist doch kein Fall. Also bitte. Also ein bisschen, bisschen härter wird ja wohl sein dürfen. Na egal. Vidal. Und jetzt geht Costa. Oh, der hat viel Platz. Oh, der hat viel Platz. Der hat zu viel Platz. Costa mit der Flanke. Lewandowski! 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 Oh, Adler hat ihn und dann ist er geklärt. Oh, der Einwurf war nicht so geplant. Oh, das war gut, aber... Das dürfte es gewesen sein. 2:0 führen wir in der 90. Minute. Die Nachspielzeit läuft schon. Und den Ball hat Vidal. Das Ding nach vorne. Oh, ein Angriff kriegen wir vielleicht noch. Nein! 2:0! Verdienter Sieg. Es hätte deutlich höher ausfallen können. Aber es ist dann am Ende zu einem 2:0 gekommen. Puh, bin ich mit zufrieden. Sehr schön. Keine Spiele verfügbar, war ja auch ein Freitag. Da spielt nur eine Mannschaft. So. Ja, ich mache jetzt wieder das Training. Wir sehen uns im nächsten Spiel gegen Hoffenheim. Und bis dahin, tschüss.